Hallo zusammen, heute geht es wieder um den Katalog und zwar um die Seite 17. Tiefkühlen. Was heißt tiefkühlen? Wenn ich nach Gesetz gehe, heißt das mindestens minus 18 Grad oder wenigstens tiefer. Wir haben Kunden, die im Tiefkühlsektor, also Lebensmittelversorgung tätig sind, die sagen, ja, so minus 25 Grad wäre auch okay. Wenn wir über Medikamente reden, oder vielleicht erinnert ihr euch noch an das große C, da hat es geheißen, dieser Impfstoff, der müsste dann transportiert werden bei minus 80 Grad. Ja, ist minus 80 Grad mit 12 Volt ab der Batterie möglich? Ja, wir bauen solche Geräte. Sie gehen zwar dann richtig ins Geld, also für einen Camper oder aufs Boot brauche ich ja nicht minus 18 Grad. Dann sagt der Camper oder der auf dem Boot, ja, mir reicht eigentlich, wenn es gefroren ist. Ja, wo ist es gefroren? Wasser friert bei 0 Grad. Habe ich aber Fleisch besteht aus Wasser, habe ich Fett drin, habe ich salzhaltigen Fisch oder habe ich Rahmanteile drin, dann sind wir schnell auf minus 5 Grad. Und bei Doppelrahmglasse oder einer Ziegenrahmglasse, dann sind wir schon bei minus 15 Grad. Ja, was heißt jetzt tiefkühl? Für mich 20 Grad minus. Und das sollte eine Kühlbox ja auch bringen bei 40 Grad Außentemperatur. Jetzt gibt es Leute, die sagen, ja, ich habe so eine thermoelektrische Kühlbox. Ist technisch nicht möglich, mit dem Teil auf Tiefkühlung zu kommen. Ein Absorberkühlgerät, und da gibt es auch Leute, die erzählen mir, was sie für Temperaturen da drin haben. Wenn wir ehrlich sind, nein, es klappt nicht. Für Tiefkühler braucht ihr ein Kompressorkühlgerät. Unter minus 40 Grad ein zweistufiges Tiefkühlgerät, dann sind zwei Kompressor, also Kaskadenkühlsystem, also wie ein Wasserfall, das eine Kühlsystem, das kühlt dann runter auf minus 30 Grad und das zweite von plus minus 20 auf minus 80, 90, 100 Grad. Und wenn wir noch tiefer wollen, dann haben wir dann drei Systeme, es gibt andere Lösungen, das wäre aber hier den Rahmen sprengen, wenn wir von Tieftemperatur reden. Aber eine Standardanwendung ist wirklich, ich brauche eine Kühlbox oder ich brauche ein kleines Eisfach im Standardkühlschrank. Messt mal euren Kühlschrank zu Hause, das Eisfach oder das Tiefkühlfach. Das hat meistens keine minus 20 Grad. Aber die Leute sind damit zufrieden, weil sie es nicht nachmessen. Sind wir aber im Lebensmitteltransport oder im Pharmabereich unterwegs, die kontrollieren ihr alles. Da müsst ihr keine Angst haben, die haben heute locker. Wir haben einen Kunden, der hat 5 Temperaturlocker drin und wenn dann einer abweicht, dann sagt er, die Kühlbox läuft nicht. Ist okay, aber dann würde ich mal einen Locker kontrollieren. Weil wer misst, misst, misst auch Mist. Wenn ich eine Standardanwendung habe auf dem Camper, dann sage ich ja, entweder ein kleines Eisfach oder ein Kühlschrank, kommt im Katalog drin weiter hinten, ein Kühlschrank ohne Tiefkühler. Durch das habe ich mehr Platz. Weil wenn ich einen Wochenendausflug mache, dann kann ich Speiseeis ja irgendwo auswärts gehen. Wenn ich aber länger unterwegs bin, dann brauche ich mehr Tiefkühlware. Und dann sage ich, okay, ein Kühlschrank ohne Eisfach, ohne Tiefkühler, also einfach ohne irgendwas, wo ich tiefkühlen kann. Ich verzichte auf das, habe einfach mehr Platz im Kühlschrank. Und dann lege ich mir eine
Kühlbox zu, die tiefkühlen kann. Und da gibt es feine kleine Unterschiede. Wir bauen Kühlboxen, die habe ich vorgestellt, und die besten Kühlboxen, die sind dick isoliert und die tunen wir ja, oder tunen die, das ist ein falscher Ausdruck. Wir hängen einfach einen stärkeren Kompressor rein mit einem Kältemittel, was in den Tiefkühlsektor geht, und dann erreiche ich auch Temperaturen von minus 25 Grad. Und ich kann darin auch Ware einfrieren. Sprich, wenn ich einen Fisch fange oder irgendwo Fleisch kaufe, ich habe die Gelegenheit und ich will das einfrieren. Wenn ich da 10 Kilo Fleisch kaufe und ich habe eine Gefrierleistung von einem halben Kilo in einem Eisfach drin, ja, dann braucht ihr 20 Tage. Weil die Gefrierleistung wird immer das Gewicht auf Tag gerechnet. Dann braucht ihr ein Gefriergerät, was irgendwie 5 Kilo Gefrierleistung hat. Das ist das, was ihr zu Hause in einem großen Tiefkühlschrank habt oder eine große Tiefkühltruhe. Nur dann, die hat dann 200 Liter Volumen, hat so eine dicke Isolation, wenn ihr da 10 Kilo Fleisch reinschmeißt, dann verteilt sich das. Und das Fleisch ist dann auch nicht so schnell durchgefroren, mit dem Schockfrosten ist wieder ein anderes Thema. Da wird, also Schockfrosten ist das, wenn man schnell einfriert. Und der Unterschied beim Einfrieren ist das, wenn ich ein Stück Fleisch nehme und ich friere das über 2-3 Tage ein, bis es dann wirklich durchgefroren ist, dann bilden sich beim langsamen Einfrieren große Eiskristalle. Beim Schockfrosten industriell, da habt ihr so ein Fleisch, das Teil ist in 10 Minuten durchgefroren. Luftstrom und oder flüssiger Stickstoff, dass das Teil in 10 Minuten hat, da gibt es ganz kleine Eiskristalle. Und der Unterschied zwischen großen und kleinen Eiskristallen ist der, bei großen Eiskristallen werden die Zellwände zerstört. Das heißt, wenn ich das Fleisch dann wieder auftaue und ich habe es langsam eingefroren, habe ich den berühmten Gefrierbrand. Das kommt nicht vom schnellen Gefrieren, sondern vom langsamen Gefrieren. Man sagt auch, Fleisch sollte man nicht wieder einfrieren. Ja, man soll es nicht langsam einfrieren. Und man soll es sicher nicht ein zweites Mal langsam einfrieren oder ein drittes Mal. Schockt ihr das Zeug, dann ist der Zerstörung von den Zellen wesentlich oder kaum messbar. Nur eben, ein Stück Fleisch, die Größe, das könnt ihr nicht mit einem normalen Tiefkühler, auch den ihr zu Hause habt, nicht innerhalb Minuten durchfrieren. Da braucht ihr ein bisschen was anderes. Im Camper statt ein Kühlschrank mit einem nur Kühlschrank und daneben eine Kühlbox, die gefrieren kann, die kann ich auch ausschalten, die kann ich für anderes verwenden, die kann ich fürs Biereinlagen verwenden, gibt es auch die Möglichkeit, einen zweiten Schrank. Und da gibt es so Leute, die sagen, ja, ich habe dann zwei Kühlmaschinen. Ja, im Prinzip sind das für mich zwei einzelne Geräte, weil es separate Kältekreisläufe sind. Das heißt, ich habe einen Kreislauf für die Kühltechnik und ich habe einen Kreislauf für die Tiefkühltechnik. Also ich könnte auch einen Kühlschrank nehmen und eine Kühlbox oder einen Tiefkühlschrank. Klar, wenn ich die zusammenbinde mit dem Klebeband, dann ist das wieder ein Gerät. Also für mich dann zwei Geräte separat. Bauen wir viel, unten Tiefkühlschrank, oben drauf einen Kühlschrank, so kann ich das flexibel einsetzen. Wenn euch das Tiefkühlen mehr interessiert, dann abonniert den Kanal oder schaut mich wieder, weil die übernächste Seite, da geht es dann wirklich los mit Tiefkühlboxen. Tiefkühlboxen, wo der Wodka gefriert. Wemo baut für diesen Bereich die leistungsfähigsten Kühlgeräte für 12 Volt, Seriekühlgeräte. Also nicht ein Sonderprodukt für minus 80 Grad und so. Bauen wir auch, aber das ist ein anderes Thema. Hier den Abo dalassen.
Und hier verlinke ich euch ein Video über ein fettes Tiefkühlgerät, was minus 80 Grad macht. Und ich wünsche euch einen schönen Tag.